Heute zeige ich euch, wie man bei einem Opel Zafira B die hinteren Bremsbeläge und Bremsscheiben wechselt. Es geht ganz einfach und deswegen fangen wir jetzt mal an. Als erstes lösen wir die Befestigungsschraube der Bremsscheibe. Danach müssen wir die zwei Schrauben des Bremssattels lösen. Die befinden sich hier und hier. Danach müssen wir den Bremssattel aus dem Bremssattelhalter raushebeln. Jetzt können wir den Bremssattelhalter lösen. Es ist mit zwei Außentorx befestigt. Dadurch können wir jetzt die Bremsscheibe von der Radnahme entnehmen. Es ist wichtig, die Radnabe zu säubern, um einen korrekten Sitz der Bremsscheibe zu ermöglichen. Das kann man mit so einem Werkzeug machen, aber auch mit einer Drahtbürste oder mit Schleifpapier. Jetzt können wir die neue Bremsscheibe korrekt montieren. Jetzt widmen wir uns dem Bremssattelhalter. Hier ist es wichtig, dass man die alten Metallklammern entfernt und diese Flächen oben wie unten reinigen. Nun können wir die Klammern noch mit Bremsenpaste einreiben. Jetzt können wir die Mechanik des Handbremssattels zurückstellen. Ich mache das mit einem Spezialwerkzeug. Man kann das aber auch mit einer Schraubzwinge machen. Aber das ist eine Bremse, dementsprechend sollte man das schon mit gutem Werkzeug machen. Anschließend setzen wir den Bremssattelhalter wieder ein, befestigen ihn und ziehen ihn mit dem entsprechenden Drehmoment an. Jetzt können wir die neuen Bremsbeläge einsetzen und den Schutz hier abziehen. Jetzt können wir den Bremssattel aufsetzen und danach festschrauben und mit Riemen anziehen. Und das war dann auch schon der Bremsbelag und Bremsscheibenwechsel an dem Opel Zafira B.